Hallo ihr treuen Fans und ja, ein recht herzliches Dankeschön an die, die schon lange dabei sind und regelmäßig meine Videos schauen, und das soll natürlich wieder belohnt werden. Ich habe festgestellt, dass täglich so um die 5 neue Abonnenten dazukommen, immer noch, was mich ja durchaus erfreut. Damit habe ich ja nie gerechnet. Das ist meistens so, wenn man mit so etwas anfängt. Ich konnte das bei anderen Kanälen auch beobachten, dass die da verblüfft sind und überrascht sind, dass das überhaupt sich so entwickelt. Tja, und ich bin halt sehr optimistisch, dass auch die 2000-Abonnenten-Marke irgendwann demnächst, vielleicht in 2-3 Monaten, geknackt wird. Und daher dachte ich mir, wäre es ja auch an der Zeit, ein neues Gewinnspiel zu planen. Diesmal halt wirklich planen. Ich möchte mich rechtzeitig darum kümmern, und das habe ich auch schon getan und darf euch jetzt erfreulicherweise mitteilen, dass ich 2 Sponsoren für dieses Gewinnspiel finden konnte. Einmal ist es der Futterhandel Süß, wo ich ja immer meine Futterquelle, also meine Möhren, momentan meine Möhren, meine rote Rüben für relativ wenig Geld und auch das Deukanin Futter, was ihr jetzt hier in der Box sehen könnt, einmal in Naturmix, das bekommen meine hauptsächlich, und dann habe ich Pellets. Ich weiß, Pellets sind nicht so toll, allerdings sind das Kräuter- und Petersilien-Pellets. Regelmäßig kaufe, und ja, der Futterhandel Süß schaut auch ab und zu ein Video von mir, oder hin und wieder schauen die meine Videos an, und die möchten gerne für dieses Gewinnspiel ein paar Kleinigkeiten sponsoren. Es wird sich dabei um wahrscheinlich kleine Futterpakete handeln mit irgendwelchen Trockenfutter, also nicht jetzt Pellets, sondern halt irgendwelchen Kräuter. Da gibt es verschiedene Hersteller. Ich habe das schon mal in einem Video gezeigt, was die da so haben. Die finden das ganz toll und möchten sich da gerne erfreulicherweise dran beteiligen. Der zweite Sponsor ist ein großer Versandhändler namens Bräker. Ihr könnt hier oben schon mal den Link sehen zu dieser Firma Bräker. Die ja, haben alles. Ich glaube, da gibt es nichts, was die nicht haben. Natürlich haben die nur all das, was halt für gewöhnlich im Handel zu finden ist. Das, was ich herstelle, gibt es bei denen nicht. Das könnt ihr nur bei mir direkt kaufen. Bräker ist aus meiner Sicht der Beste in dem Bereich. Ich habe selber schon öfters bei ihm bestellt, und da gibt es auch Ställe zu kaufen für relativ wenig Geld mit einem anderen Konzept. Und zwar haben die jetzt nicht wie ich diese Bodenbeläge in den Ställen, sondern die haben halt so Gitterboden mit Rosten drüber, dass die Kaninchen ordentlich halt nicht auf die Gitter laufen, sondern halt auf Rosten. Da kommt natürlich noch Stroh drauf, und unten drunter sind Plastikwannen, die man herausziehen kann zum Auswaschen. Dieses System finde ich auch richtig gut, gerade für die, die halt Buchtenställe brauchen, für beispielsweise Kaninchenausstellungen, weil dadurch, dass das nach unten immer halt entweichen kann, das Geschäft der Kaninchen, bleibt der Boden relativ trocken, und das ist halt super, wenn das Kaninchen halt sauber aussehen soll. Diese Sache habe ich auch schon bestellt, das weiß die Firma Bräker noch gar nicht, oder die haben halt gedacht, ich verfolge immer nur meine Variante. Nein, stimmt nicht. Ich werde auch zukünftig einen Stall bauen, wo dieses System integriert ist. Tja, es gibt halt verschiedene Kaninchenzüchtertypen. Einmal die, die halt diese Buchtenställe brauchen für Ausstellungszwecke. Dann die, die Selbstversorgung betreiben. Da ist das halt die Frage, inwieweit die da halt ihren Kaninchen ein Luxusleben gönnen wollen, wie ich. Und die, die halt absolut nur Kaninchenliebhaber sind, die wahrscheinlich dann in der Regel immer eine große Auslauffläche zur Verfügung stellen, wo die Kaninchen ein super Leben haben. Ja, und diesen Buchtenstall in der Variante, dass da so ein Gitterboden ist und unten drunter der Auffangbehälter, den man rausnehmen kann zum Reinigen, finde ich für die Kaninchenzüchter, die zur Ausstellung gehen, ideal. Und daher ja, werde ich das Konzept auch verfolgen. Die Firma Bräker hat mir schon zugesagt, dass sie in Form eines Gutscheines, ich weiß noch nicht in welcher Höhe, richtet sich danach, wie hoch der ist, ob das der Hauptpreis wird. Ich würde mich freuen, wenn das der Hauptpreis werden könnte. Tja, und die restlichen Preise, es wird wahrscheinlich wieder so um die 10 Preise geben, werden wieder Sachen sein, die ich selber herstelle, wahrscheinlich wieder Futternäpfe, vielleicht auch eine Raufe. Ich muss mir das noch überlegen, denn das Ganze hängt etwas davon ab, wie meine Einnahmen bei YouTube aussehen. Ich habe ja meine Videos monetarisiert. Wer nicht weiß, was das ist, wenn man die Videos freigibt für Werbung jeglicher Art. YouTube kann halt eigenständig Werbung unter die Videos schalten. In der Regel ist das ein kleines Filmchen am Anfang, ein Werbefilmchen, was man so nach 4 Sekunden wegklicken kann. Tja, und wenn man das allerdings wegklickt, nur zur Info, dann bekommt derjenige, der sich die Mühe macht, so einen Film zu drehen, wie in meinem Fall ich, kein Geld. Ja, wenn der Werbefilm am Anfang etwas läuft und geschaut wird, dann gibt es halt wenige Cent. Also das sind keine Wunderbeträge. Man kann mit YouTube aus meiner Sicht in der Liga, wo ich jetzt bin, überhaupt kein Geld verdienen. Die Kosten werden noch nicht einmal gedeckt. Also in meinem Fall ist es zumindest so. Und daher, naja, ist nach wie vor ein Hobby, was ich da jetzt hier betreibe. Ich mache es, um euch eine Freude zu bereiten, und mir macht es halt auch Spaß. Ich habe mir allerdings überlegt, da ihr ja, die meisten von euch zumindest, immer nur die Werbung wegklickt und somit das Einkommen ja schädigt, um das mal krass auszudrücken, sollten die Preise zur Bestrafung nicht so dementsprechend hoch ausfallen, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Vorausgesetzt, in den nächsten 2 Monaten macht ihr das genauso. Anders ausgedrückt, um das mal vereinfacht zu formulieren, ich werde die nächsten 2 Monate das gesamte Geld, was über YouTube auf mein Konto überwiesen wird, in euch weiter investieren. Also die Preise, die ich herausgebe, werden dementsprechend viel oder teuer sein. Wenn ihr jetzt der Meinung seid, ihr möchtet viele Preise oder teurere Preise haben, dann solltet ihr die Werbung anschauen. So einfach ist das. Weil ich sehe jetzt an einer Statistik, wie in den nächsten 2 Monaten von jetzt an beginnend insgesamt die Werbung angeschaut wird, beziehungsweise wie der Umsatz der Videos ausfällt. Und tja, dann schreibe ich einfach auf, wie viel Einnahmen die nächsten 2 Monate mir bringen. Und dieses Geld werde ich gegenrechnen in Form von Preise und werde es an euch weitergeben. Okay, also ihr bestimmt jetzt selber, wie hoch eure Preise ausfallen sollen. Also wie gesagt, ich möchte das Geld gar nicht haben, ist mir wieder egal. Aber ich möchte halt, dass ihr euch eure Preise auch irgendwie verdient und dass ich mir halt nicht immer aus meiner eigenen Tasche das Ganze bezahlen muss, weil das ist nicht unerheblich. Auch die ganzen Versandkosten, die ich mal habe, na, das geht dann schnell über 100 € und das ist einfach zu viel auf Dauer. Ich hoffe, ihr versteht das. Gut, in diesem Sinne freue ich mich schon über die Zusammenarbeit mit der Firma Futterhandel Süß aus Leipzig. Seid gegrüßt, falls ihr das Video seht. Und der Firma Bräker Onlinehandel. Ist auf jeden Fall lohnenswert, da vorbeizuschauen. Hier oben ist nochmal der Link. Schaut da rein, das ist eine tolle Seite. Da gibt es alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und verabschiede mich und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Jörg.